Ich bin so hässlich, nicht mal das Coronavirus möchte mich haben. Und damit herzlich willkommen bei Welt. Ja, inzwischen vergeht kaum ein Tag, wo ich nicht diese Kack-Corona-Zahlen aufsagen muss. Laut Robert-Koch-Institut habe ich allein über 1000 Neuinfektionen zu verantworten. Hier diese nette Grafik, die habe ich mal mit Paint bearbeitet. Hier, wir haben in Deutschland einen neuen Corona-Fall. Null Personen finden, dass Welt gute Nachrichten macht. Und hier bin ich auf der Taste 9 eingeschlafen. Keine Ahnung, was die untere Zahl bedeutet, wahrscheinlich das Längenmaß meiner viel zu groß geratenen Flughafenstirn. Wie groß ist meine Stirn wirklich und wie infektiös ist sie für Deutschland? Mit ihr habe ich schon weite Teile von Deutschland angesteckt. Sprechen wir darüber mit Martin Müllenweber. Martin, wie groß ist wirklich die Angst vor meiner großen Stirn? Also man glaubt, dass die Angst natürlich in den Branchen ist groß vor wirtschaftlichen Nachteilen. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Toilettenfall erregt die Gemüter. Im Weltjury saß gestern über mehrere Minuten ein Mann auf dem Herrenklo fest. Das Abstruse, aus ihm kam eine braune Substanz, die er in eine weiße, große Keramikschüssel abließ. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren, vom Mann fehlt bisher jede Spur. Was der Herr dort machte, bleibt bislang ein Rätsel. Ich habe pissgelbe Haare und sitze seit 10 Jahren hier in diesem Studio fest. Aus diesem Grund gibt es morgen eine große Feier. Ich bringe für die gesamte Redaktion selbstgemachten Apfelkuchen mit. Wir blicken aufs Wetter. Zugeschaltet ist mir Annette Dürkop. Annette, warum gucken wir Spasten nicht einfach mal aus dem Fenster, um zu sehen, ob es regnet oder nicht? Wie ist denn so das Wetter morgen? Ja, das kann ich dir schon mal zusagen. Morgen, der Tag wird auf jeden Fall viel, viel schöner. Heute muss noch eine Warmfront durch und ja, genauso wie du gerade gesagt hast, Regen gibt es fast überall. Und wir machen eine kurze Pause, blicken gleich auf dieses Thema. Deutschland steht kurz vor dem Teil-Lockdown. Wie ein Weltnachrichtensprecher ganz Deutschland mit seiner Dummheit ansteckt, mehr dazu gleich bei Welt.